das zur Vita. Fahren wir mal fort. Was erwartet Sie heute konkret? Ich möchte Sie so ein Stück weit in das Prinzip und Konzept der technischen Analyse einweisen. Da geht es eben darum, welche Vorgehensweise man an den Tag legt, wenn man hier den Chart, den Markt analysiert oder das einzelne Underlying. Darauf aufbauen die Physik der Märkte, Trend als Vorteilschance. Warum, wieso? Der Chart als preisliche Wahrheit. Für mich als technischer Analyst oder Trader steckt praktisch jegliche Information im Chart drin. Darum ist das für mich die Wahrheit und auch die Entscheidungskriterien oder die oder der Ansatz, ob ich kaufe oder verkaufe oder eben lieber flat bleibe, rühre ich eigentlich nur anhand des Preises her. Und das ist eben das, was ich Ihnen auch heute vermitteln will. Darüber hinaus machen wir dann, worum es eben geht. Das war praktisch der Einstieg zum Konzept technische Analyse, Trend und Chart. Dann kommt der Einstieg ins Rainbow Trading, worum es eben genau geht, Grundsätzliches. Und dann gewisse Einblicke in die Trading Setups. Da gibt es noch vielerlei andere Möglichkeiten in Sachen Setups. Aber ich zeige Ihnen ein Stück weit was aus der Candlestick-Theorie und dann eben auch noch mit Kombination von Indikatoren. Und abschließend sozusagen als kleines oder als kleiner Finalpunkt dann praktisch noch die drei Disziplinen für den Handelserfolg. Das sollte man sich auf jeden Fall mitnehmen. Das heißt, das ist ein kleines Kompaktpaket heute. Sollte Sie aber auf jeden Fall, wenn jetzt nicht irgendein Movie auf einem anderen Channel läuft, hier durchaus packen und auch durchaus nützlich sein für Ihre zukünftigen Aktivitäten an den Märkten. Gut, kommen wir mal zum Punkt 1, Prinzip und Konzept der technischen Analyse. Ja, das sind so vier Bausteine, die sich sozusagen ergeben, wenn man auf einen, ich sage mal, Planko-Chart, Planko-Markt schaut. Was sollte man machen? Als erstes den Trend definieren. Ja, die Trenddefinition ist das A und O. Sie müssen ja wissen, ähnlich wie bei einer Autofahrt, wo stehen Sie, wo wollen Sie hin, von woher kommen Sie. Der Trend ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, das muss erstmal feststehen, in welcher Marktphase von der Trendbewegung Sie jetzt stecken. Also gereifter Trend, intakter Trend, abschwächender Trend, Trendumkehr. Das ist ganz, ganz wichtig. Nach dem Trend kommt die Formationsanalyse. Warum die Formationsanalyse? Ich kann es gleich vorweg schicken. Denn ohne den Trend und man wendet Formationen an, gibt es ein kleines Manko, denn es gibt nämlich Fortsetzungsformationen, Trendfortsetzungsformationen oder Trendumkehrformationen. Und das heißt natürlich, dass man schon einschätzen sollte, in welcher Trendphase sind wir, wenn denn dann zum Beispiel Trendumkehr oder Trendfortsetzungsformationen auftauchen, dass man da praktisch eben hier weiß, gehe ich mit dem Trend oder gegen den Trend, wenn ich dann entsprechende Formationen finde. Das ist auch ein Thema für sich, darum, wie gesagt, soll es heute nicht gehen. Da weiter unten sehen wir noch Candlesticks und diverse Indikatoren. Auch in der Tiefe praktisch eine Möglichkeit, das Prinzip und Konzept der technischen Analyse zu beleuchten. Abschließend dann noch Verbund der Zeitebenen, fraktale Strukturen. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Also kleine Timeframes, große Timeframes, wie beeinflussen die sich? Das sind so Punkte, dem man sich im Einzelnen auch zuwenden sollte. Wir wenden uns heute der Trenddefinition speziell zu. Deswegen auch hier nochmal ein Stück weit hervorgehoben. Es soll also hier darum gehen, wie wir Trends definieren, ausfindig machen und natürlich diese auch handeln. Deswegen auch das Prinzip im Nachgang mit dem Rainbow. Soll Ihnen dann natürlich verdeutlichen, wie man hier mit dem Rainbow Trends relativ simpel identifizieren kann, um dann darauf aufbauend andere Merkmale noch zu nutzen. Fangen wir damit an. Physik der Märkte. Klingt ein bisschen hochtrabend, möchte ich fast sagen. Aber ich habe mir mal so ein Bild mitgebracht, was eine gewisse Kombination ist. Dicke Diesellok, tonnenschwer hier in Fahrt. Das symbolisiert in einer gewissen Art und Weise den Trend, den man suchen sollte und mit dem man auch gehen sollte. Ja, warum sollte man mit dem Trend gehen? Auch bei Micha Vogt in seinem Buch der Markttechnik sehr schön visualisiert und auch erklärt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich eben ein Trend fortsetzt, ist um ein Vielfaches höher als eben eine Umkehr in dem Moment, wo Sie praktisch in den Trend springen. Natürlich muss man erstmal Trendmärkte finden, das ist auch nicht immer der Fall. Aber wenn man einen intakten Trend gefunden hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung statistisch gesehen eben höher als in dem Moment eine Umkehr. Und deswegen Physik der Märkte, man sollte hier sozusagen mit dem Gesetz der Masse gehen. Ja, und die Masse ist praktisch die Diesellok und wenn die in Fahrt ist, in einer Trendrichtung unterwegs, nach oben oder nach unten, dann ist das natürlich genau der Punkt, wo Sie ansetzen müssen, um praktisch hier mit dem Trend zu reiten und hier eine ordentliche Bewegung mitzunehmen. Wir brauchen Bewegung, wir brauchen Movement, Momentum. Das ist eine Trendbewegung, um praktisch uns aus dem Markt was rausschneiden zu können. Ohne Bewegung wird es natürlich schwierig. Gut, zur Physik der Märkte sind wir alle letztlich, dazu noch ein kleiner Slide hier, auf der Suche nach dem nächsten Kurs eben. Ja, das interessiert uns alle, obwohl oder sowohl, ob wir im Intraday-Chart unterwegs sind oder im Tageschart. Es geht immer darum, wo entwickeln sich die Kurse hin. Letztlich muss man sagen, wir wissen es alle nicht.
Es gibt keinen heiligen Gral, der uns jetzt eben hier verrät, der Kurs steht morgen, übermorgen oder am 24. Dezember da und da. Das ist nicht der Fall. Wir arbeiten letztlich alle nur mit Wahrscheinlichkeiten. Aber da baue ich auf die Anfangsfolie mit der Diesel-Lok nochmal auf. Wir suchen eben Trendbewegung, also eine Bewegung, die in Fahrt ist. Dazu auch hier wieder die Diesel-Lok, also nach der Suche des nächsten Kurses, vielmehr die Suche oder die Fragestellung nach der Trendbewegung. Und das ist eben genau das, was wir suchen müssen und das eben symbolisiert hier durch nochmals eine Diesel-Lok in Fahrt, das ist eine Trendbewegung. Natürlich muss man aufpassen, wenn man Trendbewegungen sieht, erhascht oder auch erwischt, wie die gereift sind. Und dazu gibt es auch nochmal einen Slide im Sinne des Pendels. Denn Sie werden auch wissen, dass Trendbewegungen, wenn sie denn mal im Fahrt sind, immer wieder korrektive Phasen erleben. Ja, also der Markt steigt, der Markt konsolidiert, der Markt steigt, konsolidiert. In einer intakten Trendbewegung geht das immer wieder mit höheren Hochs und höheren Tiefs einher. Und in diesen Schwankungsbewegungen praktisch Teilgewinnmitnahmen, auch meinetwegen negative Konjunkturmeldungen oder was auch immer den Markt derzeit beeinflusst. Solche Rücksetzerkonsolidierung sind eben das, was man dann suchen muss im Sinne des Trendes, um dann natürlich nicht an der Trendspitze einzusteigen, sondern eben im Sinne eines Rücklaufs hier die Trendbewegung zu erhaschen. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, das eben neben der Trenddefinition dann auch durchzuführen. Da gibt es, wie gesagt, einige Ansätze oder Ansatzmöglichkeiten. Ich denke, hier bei den IBDs haben Sie schon oft genug gesehen, wie so ein Trend sich aufbaut mit den höheren Hochs, höheren Tiefs oder eben umgekehrt. Deswegen wollen wir da gar nicht so tief drauf reingehen. Sie wissen, was ich meine, wenn ich sage, wir haben eine Aufwärtsbewegung und es kommt dann ein korrektiver Gegenlauf. Gehen wir mal ein Stück weiter und schauen mal hin, was macht den Markt aus, woher kommen die Preisbewegungen. Wir müssen uns natürlich alle darüber klar sein, dass es immer wieder ein Hin und Her, ein Tauziehen zwischen Angebot und Nachfrage ist. Und diese Änderung im Trendverhalten wird eben durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage immer wieder elementar ausgelöst. Das heißt natürlich, daran sollte man sich orientieren, eine Art Lemming-Effekt. Preisbewegungen und Umsatzverläufe sind Ausdruck menschlichen Verhaltens. Das ist nichts anderes als das, was man tatsächlich an den Märkten immer und immer wieder sucht und findet. Deswegen ist ja auch die technische Analyse eine Analyseform, die es eben erlaubt, den Markt einzufangen, mehr oder weniger, eben weil Preisbewegungen, Umsatzverläufe hier immer wieder das menschliche Verhalten darstellen. Und menschliche Verhaltensweisen, gerade in so einem Trendkonzept, ändern sich, wenn überhaupt, nur allmählich. Ja, also wir haben ja auch den DAX erlebt, seit der Finanzmarktkrise auch mit zwischengeschalteten Korrekturbewegungen grandios aufgestiegen, also wirklich eine grandiose Trendbewegung. Und jetzt erschöpft sich das Ganze ein Stück weit und die Vorzeichen waren schon im Jahr 2015 zu sehen, dass irgendwie so ein bisschen die Luft rausgeht aus dem Markt. Und jetzt ist eben die Frage, wie tief geht es natürlich noch? Ich will nicht ausschließen, dass wir hier in einem sauberen Bärenmarkt stecken, der uns auf jeden Fall noch tiefere Preise bescheren wird mittelfristig. Aber das soll gar nicht das Thema sein, denn wenn wir über das Preisverhalten, Preisbewegungen sprechen und insbesondere über technische Analyse, ist natürlich interessant, dass wir am Markt immer wieder gleichartige Marktsituationen suchen. Ja, und das Ganze wird uns visualisiert durch Charts, denn menschliche Reaktionen, Euphorie, Gier, Angst und Panik, die begleiten die Finanzmärkte seit über 400 Jahren und das wiederholt sich auch immer wieder. Wir haben immer wieder Euphorie und Gier, Panik, Angst, das wechselt sich ständig ab und jetzt sind wir durchaus in einer Phase, die, ich will nicht sagen, in einer Angst steckt oder in einer Panik, aber es herrscht schon ein Stück weit Ernüchterung über die Perspektive der nächsten Monate, Schrägstrich Jahre. Und das ist eine Marktsituation, die eben nicht von ungefähr kommt und sich auch wieder holen lässt. Und das Ganze lassen wir uns eben idealerweise durch eben Chartformationen zum Beispiel anzeigen. Zu den gleitenden Durchschnitten, damit kommen wir, wie gesagt, noch. Aber es ist erstmal wichtig zu erfassen, woher kommen die Preisbewegungen. Und die sind, wie gesagt, aus Angebot und Nachfrage herleitend immer wieder von Menschen gemacht, mit Umsatzverläufen immer noch ergänzt, dann auch noch eine zusätzliche Indikation. Aber die eigentliche Thematik ist ja die, dass sich die Chartformation tatsächlich wiederholen. Das ist also keine Kaffeesatzleserei, wie das ja urtümlich in früheren Jahren immer mal auch publiziert wurde. Hier geht es tatsächlich darum, dass wir eben Formationswiederholungen haben am Markt, die eben tatsächlich eine statistische Relevanz haben. Und jetzt gehen wir mal hier gerade zu dem Desk. Da sehen Sie eben im Prinzip hier die Chartformationen, nicht wahr? Und solche klassischen Dreiecksformationen oder auch solche Schulterkopf-Schulterformationen, das ist ja wirklich hier, sage ich mal, technische Analyse für Einsteiger. Aber diese sind tatsächlich statistisch nachweisbar
mit einem Erfolgsfaktor behaftet. Also es ist nicht von ungefähr, dass es eben hier Formationen gibt, die immer und immer wieder auftauchen und eben tatsächlich eine Erfolgswahrscheinlichkeit haben, in die eine oder andere Richtung sich zu entwickeln. Ja, klassische Trendlinien, kann man drüber streiten, aber auch hier sind Trendbrüche durchaus zu beobachten. Unterstützung, Widerstand, ganz wichtiges Thema. Aus einem früheren Widerstand wird nach Ausbruch eine Unterstützung und das wiederholt sich an den Finanzmärkten Hunderte, tausende Mal am Tag. Es gibt immer wieder Situationen, wo eben genau solche Preisbewegungen sowohl im kleinen Timeframe als auch im großen natürlich sich wiederholen. Und diese Preisbewegung, das Ausdruck oder der Ausdruck menschlichen Verhaltens, die sucht man im Prinzip. Man sucht Wiederholungsmuster, um sozusagen das Ganze einzufangen. Und da gehen wir jetzt direkt mal zum nächsten Slide. Ich will Ihnen mal einen Chart zeigen, den Sie jetzt hier erstmal ohne Zeit- und Preisachse sehen. Ja? Und da stellt sich eben die Frage, was ist das hier, um was geht es? Es ist in jedem Falle mal ein Trend, würde ich sagen. Okay? Und jetzt offenbaren wir das mal Ganze. Sie können das jetzt, denke ich mal, relativ schlecht sehen. Wir lassen es nochmal kurz verdeckt, das ist der kurzfristige Chart. Wir offenbaren mal das Ganze, was das ist. Das ist der Goldpreis. Jetzt nicht zum aktuellen Zeitpunkt, sondern eben seit Ende der 90er Jahre bis 2015. 14 hier oben, das war hier 2011 das Hoch, aber Sie sehen, beim Goldpreis haben wir hier eine Situation, die grundsätzlich natürlich von einem Aufwärtsmarkt oder von der Trendaufwärtsbewegung beseelt ist. Ja, der Goldpreis steht jetzt natürlich tiefer, aber grundsätzlich haben wir seit Ende der 90er eine Aufwärtsbewegung. Man darf nicht vergessen, der Goldpreis hat in dieser Zeit 650% zugelegt vom 2000er Tief, 99er Tief, eben bis hier 2011, 650%. Und das, was wir jetzt seit einigen Jahren erleben beim Goldpreis, ist im Prinzip auch wieder, Sie erinnern sich an das Pendelmuster von vorhin, im Prinzip einfach eine Konsolidierungsbewegung, die natürlich ausgedehnt ist aufgrund dessen, dass wir hier eine über einem Jahrzehnt andauernde Aufwärtsbewegung gesehen haben. Völlig normal. So etwas gibt es im großen Timeframe wie im kleinen. Jetzt zeige ich Ihnen aber mal den Goldpreis. Das ist hier seit den 2000er Jahren, mal seit den 70er Jahren. Okay, wir gehen also jetzt mal ins ganz große Bild. Und auch hier lässt sich erkennen, dass der Goldpreis per se in einem übergeordneten Aufwärtstrend steckt. Ja, und der Goldpreis, wie gesagt, hier knapp unter der 2000er Marke Halt gemacht. Hier exorbitant gelaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, wiederholen sich hier die 80er Jahre oder gehen wir denn mittelfristig schon wieder höher? Darüber kann man orakeln, aber es geht jetzt erstmal nur darum, dass wir feststellen, der Chart gibt uns eine riesige Information und der übergeordnete Trend vom Goldpreis hier nach dem Ende des Bretton Woods Systems 73, als hier praktisch auch der Forex-Markt sich wieder etablieren durfte, die Anbindung zum Dollar gelöst wurde, da schoss der Goldpreis nach oben. Jahrzehntelange Seitwärtsphase dann und jetzt eben seit den 2000er ging es dann nach oben. Und jetzt darf man eben durchaus die Frage stellen, wie geht es weiter? Letztlich sind wir hier in einer intakten Aufwärtstrendbewegung im Big Picture. Und das ist eben das, was man erfahren sollte. Und so ein Preisverlauf ist im Prinzip die Wahrheit, die für uns als Investoren oder auch Anleger, Trader enorm wichtig ist, gibt uns eben eine riesige Formation. Insofern macht es durchaus auch Sinn, dass Sie mal ins große Bild schauen. Also wirklich, wenn Sie längerfristig mal investieren, auch in den großen Zeitfenstern mal schauen, wie ist es eigentlich mit dem Trend beseelt. Wenn Sie kurzfristig unterwegs sind, interessiert Sie das natürlich eher weniger. Da ist es dann tatsächlich so, dass es da natürlich uninteressant ist, wo der Goldpreis 1979 stand, sage ich jetzt mal. Aber im Hintergrund ist es eben wichtig, dass die fraktalen Strukturen ineinander übergehen.